Glaub mir, es ist echt nicht leicht, die Hübscheste in der Schule zu sein. Dauernd steht man im Mittelpunkt, alle reden über einen und haben lauter Vorurteile. Zum Beispiel, dass schöne Frauen hohl im Kopf sind. So ein Blödsinn. Ich würde ja gerne mal im Mittelpunkt stehen. Glaubst du, es ist irgendwie lustiger, wenn einen keiner beachtet? Ich habe oft genug das Gefühl, durchsichtig zu sein. Du, durchsichtig? Was meinst du damit? Hi Julia, sag mal, führst du Selbstgespräche? Siehst du, was ich meine? Die liegen doch alle Jungs zu Füßen. Ach, das ist jetzt bloß wieder so ein Vorurteil. Du, ich glaube, ich habe gerade irgendwie Hunger. Hat zufällig einer von euch ein bisschen Kleingeld? Soll ich deinen Schokoriegel holen? Was willst du haben? Ja, also C16? Ja. Ach, der Stärkere gewinnt. Hier, liebste Julia. Danke, obwohl... Ich glaube, ich hätte doch lieber C6. Der Stärke gewinnt, was? Du Verlierer. Hier, C6, wenn du meine Hausaufgaben abschreibst. Ja, ja, schon gut. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, dieses dumme Vorurteil. Wie kommst du eigentlich darauf, dass mir alle Jungs zu Füßen liegen? Du denkst wohl auch, dass ich es leicht habe, nur weil ich die Schönste an der Schule bin, hm? Nun, werte Julia, nicht umsonst heißt es, wenn eine Frau schön ist, ist sie im Vorteil. Ach ja? Du hast ja keine Ahnung, was es bedeutet, wenn man jeden Nachmittag mindestens 3 Einladungen hat. In der Tat ist mir dies völlig fremd. Nur einmal ereignete es sich, dass sich jemand nach mir erkundigte, zu dem Zwecke einer gemeinsamen Unternehmung, nur war ich da leider mit Lernaufgaben verhindert. Es ist ja so stressig, wenn man hübsch ist. Ich glaube, es ist viel besser, wenn keiner was von einem will. Würdest du dem männlichen Geschlecht zugehören? Du würdest nicht so reden. Natürlich nicht. Dann würde ich ja so reden. Ey, Strebi, alles klar? Manchmal wäre ich echt gern ein Junge. Zeugt dieser Seufzer von deiner tiefinnersten Überzeugung? Ja, dann hätte ich endlich mal meine Ruhe. Nun, dann solltest du morgen wohl lieber zu Hause weilen und stattdessen deinem Cousin Julius deinen Platz einnehmen lassen. Ich habe gar keinen Cousin, der Julius heißt. Also hör zu. Ah, der Julius. Wirklich bemerkenswert, diese Verwandlung, Julia. Du bist nun in der Tat sehr unattraktiv und wirkst wie ein Junge. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles, was ich habe, übereinander gezogen. Philipp, Nico, meine Freunde, lasst mich euch bekannt machen mit Julius, dem Cousin von Julia. Hey, Alter, alles klar? Was ist? Hast du gerülpst? Mach nichts, Kumpel. Mach mich ständig, wenn die Mädchen nicht dabei sind. Du, ich verrate was. Ein paar aus meiner Klasse machen auch Bettpupsen auf dem Klo. Aber das ist nichts für mich. Die anderen sind besser als ich. Naja, ciao. Willkommen in der Welt der Männer. Und nun sieh dir an, wie die holde Weiblichkeit mit uns umzugehen pflegt. Entschuldigung, weißt du vielleicht, wie spät es ist? Yep. Siehst du, wie ihr uns demütigt? Unglaublich. Ich glaube, ich esse meine Kleinigkeit. Hatte dir übrigens demnächst ein wenig herber im Ton zu werden, um deine Rolle glaubhafter auszufüllen. Hey, Süße, hast du zufällig ein bisschen Kleingeld für mich? Sag mal, willst du mich hier irgendwie blöd anmachen? Sieh mal besser zu, dass du Land gewinnst, Unverschämtheit. Strebi, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin zuerst seit 10 Minuten ein Junge. Aber ich kann die Mädels jetzt schon nicht mehr ertragen. Also, der Cousin von Julia ist echt das Letzte. Wie der sich aufführt, das hättest du miterleben müssen. Ja, und hast du gesehen, wie er sich anzieht? Echt ein tiefstes Mittelalter. Außerdem hat jemand gesehen, wie er aufs Mädchenklo gegangen ist. Heimlich. Achtung, er kommt. Oh, Strebi, ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist als Junge. Nur Stress mit den Mädels. Und Freunde finden ist auch nicht gerade leicht. Naja, um Freundschaften zu schmieden, solltest du auf intellektuelle und interessante Themen setzen. Erörtere Dinge, die ihre Aufmerksamkeit erlangen und nach Antworten fordern. Dann kommt ihr ins Gespräch. Okay, ich versuch's mal. Hey, wisst ihr was? Mein Vater ist letztens von dem Pferd beim Rasenmähen getreten worden. Tja, hätte er das Pferd mal in Ruhe Rasenmähen lassen sollen. Thank you.
Du hattest von Anfang an recht, Strebi. Es ist gar nicht leicht, ein Junge zu sein. Und unattraktiv zu sein schon gar nicht. Ab morgen bin ich wieder Julia. Sag mal, Julius, du kennst doch die Julia ganz gut so als Cousin. Ja, wieso? Naja, ich mag sie ja irgendwie sehr gerne, aber ich bin halt viel zu schüchtern. Kannst du mir einen Rat geben? Ich denke, wenn du bei ihr Eindruck machen willst, dann solltest du vielleicht auf intellektuelle und interessante Themen setzen. Aha, super! Und was heißt das jetzt so genau? Keine Ahnung. Hat dein Vater einen Rasen? Nein, Philipp, was sie meinen? Ich meine, was er meint, ist, dass wir Jungs nicht einzig auf unser Äußeres in der Wirkung auf das weibliche Geschlecht bedacht sein sollten. Vielmehr sollten wir uns Gedanken über das Innere machen. Die Kurzfassung, Strebi. Sei einfach, wie du bist. Dann wird dich Julia auch beachten. Was? So einfach ist das? Ja, also ich kann mich erinnern, dass sie mir mal zwischen euch, dass es da einen Fasskuss gegeben hat. Und dass es ihr leid getan hat, dass es nicht wirklich passiert ist. Was soll denn das heißen, ein Fasskuss? Und ist das nicht passiert? Natürlich ist es passiert. Was? Also, das soll ein Kuss gewesen sein? Ja, es war ein richtiger Kuss. Und woher willst du das eigentlich wissen? Also, ich weiß mehr darüber, als du denkst. Und das war ein Fasskuss. Sag das nicht doch mal! Fasskuss! Nein, das ist nicht passiert! Das war ein richtiger Kuss! Nein, 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 auseinander, sofort! Es ist gar nicht leicht, ein Junge natürlich. Was? Das soll ein Fasskuss gewesen sein? Das war ein richtiger Kuss. Und woher willst du es eigentlich wissen? Haltet den Dieb! Haltet den Dieb! Oh, das alles für so einen lumpigen Diamanten? Au! So leicht entkommst du uns nicht. Glaubst du etwa, das war leicht?